Herzlich willkommen zu Tag 8 unserer Neujahrs-Challenge 2024. Wir hängen hinten wieder eine Übung mit dran, sodass unser Bewegungsflow von Tag zu Tag wächst. Wir starten wieder mit unserer ersten Übung. Gehen auf die Position, Knie Richtung Ferse, drücken uns aus der Position dreimal nach oben für eine gute Hüftbeweglichkeit. Sollte sich schon von Tag zu Tag verbessern. Bleiben nach der dritten Wiederholung oben stehen. Ausfallschritt, Fuß ist aufgestellt, Hüfte strecken, schieben dreimal nach vorne. Eins, zwei, drittes Mal. Sehr gut. Vorderes Bein strecken, Knie ist gestreckt, Oberkörper ganz gerade. Dreimal. Eins, zwei und ein letztes Mal. Bein heranholen. Hände kommen hinter das Bein gestreckt, inneren Arm lösen wir, rotieren dreimal nach oben, eins, zwei und ein drittes und letztes Mal, kommen dann schon Liegestützposition, ziehen das erste Bein an, haben die Rotation in der Hüfte, erste Rotation in beide Richtungen, zweite und die dritte, setzen uns ab. Und gehen das Ganze zur zweiten Seite. Knie in Richtung Ferse. Eins, zwei. Wir werden jetzt auch schon langsam etwas dynamischer. Drei. Stehen auf, hinteren Fuß aufgestellt, Hüfte aufrichten. Eins, zwei. Und ein drittes Mal nach vorne schieben. Vorderes Bein strecken. Oberkörper ganz gerade. Eins. Zwei und drei, holen den Fuß wieder heran, platzieren die Hände neben den Fuß, hinteres Bein gestreckt, sinken schön tief in der Hüfte, innerer Ellbogen geht zum Knöchel und wir rotieren uns eins, zwei, ein drittes Mal nach oben, setzen die Hand, gehen wieder in Liegestützposition, Knie kommt nach vorne und dann wird rotiert und ein letztes Mal, gehen dann in den herabschauenden Hund, Hände drücken kräftig in den Boden, Fersen ziehen auch zum Boden und lösen auf, kommen nach oben in den Kniestand, Gesäß schiebt dreimal zu den Fersen, eins, aufstehen, zwei, aufstehen, dritte Mal. Aufstehen und aus der Position geht es dann direkt in die tiefe Kniebeuge. Komm wieder auf die Knie, in die tiefe Kniebeuge. Ein drittes Mal, unsere neue Übung. Tiefe Kniebeuge und da bleiben wir stehen. Tag 8.